Hallo und herzlich willkommen auf Nuclear Nightmare, diesmal mit einem neuen Video der Rubrik Hidden Gems und Obscure Gaming. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, wo ist denn hier ein Hidden Gem oder ein Obscure Game zu sehen? Ihr seht hier nur mein Home-Menü von meiner Switch. Ganz einfach, es handelt sich diesmal um ein NES-Spiel und dieses besitze ich nicht in physischer Form, sondern im Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online. Ja, wie ihr vielleicht wisst, kann man durch mit der Online-Mitgliedschaft vom Nintendo Switch Online-Dienst kann man NES-Spiele spielen. Jeden Monat kommen zwei neue hinzu. Und da ist diesmal ein ganz besonders tolles hinzugekommen, was heißt eigentlich diesmal schon vor einiger Zeit, nämlich Adventures of Lolo. Und das möchte ich euch heute zeigen. Adventures of Lolo wurde von HAL Laboratories gemacht, von denen auch die Kirby-Spiele sind. Ich mach mal kurz ein bisschen leise, solange ich hier noch erzähle. Und die zwei, die ihr hier gerade seht, das blaue Viech und das pinke Viech, das sind Lolo und Lala. Lala wurde gerade entführt, wie sich's gehört für ein Uraltspiel. Und ihr kennt sie wahrscheinlich auch schon gleich hier. Die zwei sind nämlich auch im allerersten Kirby Dream Land, sind die zwei auch ein Endboss-Paar, gegen die ihr kämpfen müsst. Und wir legen jetzt mal los. Das Ganze ist aber ganz anders als die Kirby-Spiele. Zwar von denselben Leuten gemacht, aber es ist ein Puzzlespiel aus der Vogelperspektive. Ja, jetzt zeige ich schon wieder ein Puzzlespiel aus der Vogelperspektive. Letztes Mal war es ja Kickle Cubicle. Na, gibt Intro schon wieder los. Und aber das Spiel ist trotzdem nochmal anders als Kickle Cubicle. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Der Lolo lässt sich das natürlich nicht gefallen, dass seine Schwester, es ist diesmal seine Schwester, glaube ich, geführt worden ist. Your mission, save the captured princess Lala from the Great Devil's Empire. Gut, man muss immer den Ausgang öffnen. Und Kisten öffnen. Ist jetzt auch schon eine Zeit lang wieder nicht mehr gespielt. Genau, Herzchen einsammeln. Und dann kann man Gegner in eine Kugel verwandeln. Und dann kann man sie wegschieben oder auch wegschubsen. Sehr simpel, aber kann auch manchmal ganz schön schwer werden. Deswegen ist es gut, dass man hier auch also Nintendo Switch dann hier Speicherpunkt laden und Speicherpunkt erstellen machen kann, weil man kann sich ja auch ziemlich selbst in die Pfanne hauen. Ach so, jetzt muss ich. Ach, wenn man. Jetzt weiß ich wieder, wie das ging. Wenn man die Herzen alle eingesammelt hat, dann kann man die Kiste aufmachen. Und die Kiste öffnet dann die Tür. So war's. Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie teuer das NES-Modul ist. Es gibt auch mehrere Teile. Auf jeden Fall zwei. Ich weiß gar nicht mehr, ob es auch sogar drei gab. Oh, schnell weg von ihm hier. Ja, denn er hat uns jetzt hier eingequetscht. Scheiße, kann man denn jetzt hier wieder raus? Genau, mit Select. Mit Select kann man sich selbst töten. Das heißt, wir laufen hier schnell hoch.
pennt er ein. Und dann denken wir uns, lass mir doch die Ruhe. Toll, jetzt kommen wir bei der Schnecke nicht vorbei. Scheiße. Töte ich mich nochmal. Mist, Entschuldigung, Leute, schlechter Skill, ey. So, da rennen wir diesmal weg. So, da kann er ruhig pennen. Da stört er uns nicht. Kann man fast mit einer Hand spielen. So, jetzt hier noch hoch. Zack. Und schon sind wir fertig. Da ist es natürlich schlau, zuerst die hier einzusammeln. Kann sie natürlich auch blockieren, die Gegner, wenn man ihnen was vor die Nase schiebt. Ach, scheiße. Aber ihr habt gesehen, es ist doch alles hier machbar. Man muss nur ein bisschen überlegen. Sich vor allem nicht aus der Ruhe bringen lassen. Guckt mal, den hier oben, den können wir auch einsperren einfach. Machen wir es so. Guck mal hier, dann kann er nachher gar nicht raus, oder? Nehmen wir mal so hier die Kiste hoch. Ha. Den hier unten auch. Man muss sich doch nur zu helfen wissen. So. Ja, also, ich finde, es ist auf jeden Fall ein Hidden Gem, weil ich kenne eigentlich kaum Leute, die drüber reden. Ich hatte es einmal auf nescenter.de gesehen, im Review, Reviews dort gelesen, aber ansonsten spricht eigentlich kaum einer über dieses Spiel. Vielen Dank, Nintendo, dass ihr das da drin veröffentlicht habt, nochmal quasi. Und jüngeren Spielern zugänglich macht. Oder auch älteren Spielern wie mir, die es einfach quasi verpasst haben. Jetzt habe ich aber Mist gebaut gerade. Okay, nochmal wieder töten. Mist. Dann schieben wir das einfach so durch hier, zack. So. So, ha. Sehr gut. Einen machen wir noch, ha? Würde ich doch mal sagen. Oh, geh weg, du nervst. Oh, oh scheiße. Ja, mit Passwort BJBM. Ah, alle Leben verloren, okay. Konzentration. Ja, es ist auch sehr gut. Solange ihr hier nichts drückt, passiert hier auch nichts. Also der Gegner bleibt so lange stehen und wartet. Oh, schon wieder. Okay, jetzt spreche ich erstmal nicht und muss erstmal zocken. Ich glaube, das habe ich auch mit meinem Speicherstand. Ich glaube, weiter bin ich auch nicht gekommen. Dann müsste man doch mal eine Kiste vor die Fresse irgendwie schieben.
Ich spiele jetzt, bis die Leben alle sind. Ansonsten war es das dann gewesen heute. Oh, Leute, ey. Ja! Ja, ich hab's geschafft, hurra! Und weiter geht's. Medusa-Köpfe? BKBL. Ja, bräucht ihr aber auch gar nicht heutzutage aufschreiben, wenn ihr das hier rüber spielt. Bestimmt gibt's auch auf GameFAQs eh alle Passwörter. Dumm, dass ich schon wieder dasselbe mache. So. Ach, der kann auch seitlich schießen. Scheiße. Oh, wie dumm. Okay, es ist auch schon spät. So, guckt mal hier. Das ist ja quasi fast auch ein Stealth-Spiel auch. Ein bisschen. Solid Snake lässt grüßen. Ja, ich würde sagen, das soll es jetzt mal gewesen sein mit dem Spiel. Mich würde doch mal wieder interessieren, wie findet ihr denn The Adventures of Lolo? Und und habt ihr auch den Nintendo Online Service eurer Switch abonniert? Ich finde ja mittlerweile lohnt sich's doch ein bisschen, also vor allem für 20 Euro im Jahr. Also es ist nicht der Burner, aber jetzt hier mit so kleinen Hidden Gems drin und auch Japan-exklusiven Sachen wie dem Twinbee, muss ich doch mal sagen, ist ganz ordentlich. Kann natürlich auf jeden Fall noch viel mehr drücken. Pause sein. Gibt es gar keine Pause hier? Okay. Ja. Könnte doch noch, ist noch mehr Luft nach oben, aber für euch jetzt mal ein Spiel zu zeigen, was ich eigentlich physisch gar nicht besitze, finde ich das richtig gut. Ja. Mir macht Adventures of Lolo sehr viel Spaß und wenn euch dieses Video auch Spaß bereitet hat, dann gebt dem Ganzen doch mal einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht eh schon macht. Und setzt einen Kommentar unter das Video. Ich würde mich freuen. Bis nächste Woche, euer Martin. Tschüss.